Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Regensburg, die erste im neuen Jahr, also alle, die man noch nicht gesehen hat, alles Gute noch. Wir erwarten 25.500 Zuschauer, davon 2.500 aus Regensburg. Schiedsrichter ist Manuel Gräfe. Die Bilanz gegen den Jahn: 14 Siege, kein Remis, eine Niederlage. Zu Hause 7 Siege, kein Remis, keine Niederlage. Für den Trainer ist es das Duell alte Heimat, neue Heimat? Kann man so sagen, ja. Also alte Heimat, ja, ich habe meinen Wohnsitz oder einer meiner Wohnsitze noch in Regensburg, also von dem her ist es nach wie vor Heimat. Habe mich in Regensburg sehr wohl gefühlt und deswegen werden wir in Regensburg weiterhin irgendwann wieder mal zurückkehren. Die Saison geht wieder los, wir haben eine Vorbereitung hinter uns, wie lief die? Eigentlich nahezu optimal, also wenn man das Einzige ist, einmal zwei kleine oder drei kleinere Blessuren mit Thorsten Kirschbaum, der jetzt hat die Tage damit komplett ins Mannschaftstraining zurückkehren wird. Adam Srelak wird also Anfang der Woche oder Mitte der Woche wieder einsteigen ins Training. Genauso Lukas Hufnagel ist wieder beim Laufen. Also von dem her sind diese Blessuren ausgestanden. Ansonsten denke ich, haben wir eine perfekte Zeit gehabt. Jetzt, die Spieler haben sich über ein paar Tage erholen können. Ich denke, die 13 Tage haben gut getan. Mal wieder an kein Fußball zu denken, ein paar Läufe zu machen und ansonsten dann wieder am 3. Januar hierher zu kommen am Pfalzenweiher. Und ja, jetzt haben wir seit 3. Januar, glaube ich, denke ich, unser Trainingsprogramm alles optimal absolvieren können. Aber am Ende wird die Wahrheit ja irgendwo auf dem Platz liegen und die wird dann sicherlich schon morgen sein, wenn es morgen dann gegen Regensburg geht und am Freitag dann in dem Doppelpack, Spieltag, Dienstag, Freitag dann bei Union Berlin. Da musst du gleich wieder 100% abliefern können. Da musst du top vorbereitet sein. Musst am Ende auch dann trotzdem wieder extrem gut in deinem Wettkampfmodus agieren können. Und ja, so wie sich die Mannschaft auch die letzten Tage jetzt präsentiert hat, bin ich guter Dinge, dass wir morgen eine sehr gute Leistung auf den Platz bringen können. Passend zum Ende der Winterpause ist der Schnee gekommen. Ist das ein Problem, wenn es jetzt so vom Wetter ein bisschen instabil ist und hin und her geht? Nee, also wir haben hier, sagen wir, die Platzfahrt, die tun auch alles dafür, dass wir hier Top-Möglichkeiten haben. Ich denke, mit dem Max-Morlow-Platz, wo wir eine Rasenheizung integriert haben, gibt es viele Möglichkeiten und das Wetter ist ja nicht so kalt. Also ich denke, wenn man letzten Winter denkt, wo man gefühlt 3 Monate Dauerfrost gehabt hat, ist ja doch was anderes. Und es schneit zwar ein bisschen, aber es ist ja trotzdem weich. Also, und die Plätze sind nicht gefroren. Ich denke, das wäre jetzt für den Bandapparat der Spieler wird es wesentlich unangenehmer. Von dem her, wie gesagt, alles in Ordnung. Und wir haben ja trotzdem mehrere Plätze zum Ausweichen immer wieder mal. Also wie gesagt, ich denke, da gibt es Mannschaften in der zweiten Liga, die mit deutlich schlechteren Möglichkeiten zurechtkommen müssen. Wir haben gute Möglichkeiten. Wir sind zufrieden, so wie es aktuell läuft. Sicherlich wünscht man sich immer ein Training, was nicht schneit und nicht regnet und kein kalter Wind geht. Aber das ist ja kein Wunschkonzert. Am Ende müssen wir zäh werden, resistent werden für die Liga. Und da hilft uns auch so ein Wetter ein bisschen dazu. Weil morgen Abend im Stadion wird es ja auch nicht 20 Grad plus haben. Kein Wind geht es ja noch. Morgen Abend im Stadion wird es auch. Dass die Witterung so sein wird, der Jahreszeit oder dem Kalendermonat entsprechend ist. Und wir haben aktuell Januar. Und im Januar ist man früher in Bayern für Ski gefahren. Das geht ja mittlerweile auch schon immer. Also sind wir froh, dass es so ist. Froh sind wir jetzt vor allem, wenn ihr Fragen stellt. Der Kollege reicht das Mikrofon. Wolfgang Lars. Im Trainingslager sind 3 neue dazugestoßen. Die hatten da noch nicht so richtig viel Praxis gehabt die letzten Wochen zuvor. Wie haben sie sich entwickelt seitdem? Also kann man davon ausgehen, dass der eine oder andere vielleicht sogar schon morgen eine richtige Alternative darstellt für die Startelf? Ja, wir haben, denke ich, das hat sich jetzt auch die letzten Tage, Tag für Tag bestätigt. Wir haben 3 sehr gute Transfers getätigt. Das sind alles Alternativen für den engeren Kader. Und von dem her, läuft die Integration gut. Sie verinnerlichen immer mehr von Tag zu Tag unser Spiel. Und auf das wird es letztendlich drauf ankommen. Und da wird man sehen, ob dann der ein oder andere morgen im Kader ist. Das wird sich dann zeigen. Nochmal der Kollege Lars. Ich spreche es jetzt mal direkt an.
ganz Nürnberg träumt natürlich davon, dass es mindestens der dritte Platz wird oder vielleicht sogar der zweite oder noch mehr, wer weiß. Sie reden nicht öffentlich darüber, einige Spieler tun es. Finden Sie das gut? Ja, wir sind in einem freien Land, also das gut dabei, wenn ich spiele, also da ist Meinungsäußerung, denke ich, ein hohes Gut in unserer Demokratie. Das dürfen meine Spieler natürlich auch. Ich weiß, dass der ein oder andere Spieler sicherlich einmal in die Bedulle kommt, auf ihre Frage zu antworten, die dann eigentlich ohne große Diplomatie anscheinend gar nicht zu beantworten geht. Und dann lässt man sich mal ein bisschen erwischen. Eins ist mir auch klar, also ich merke das auch, dass die Wahrnehmung in der Stadt selber und bei unseren Fans natürlich sich schon noch ein Stück weit jetzt verändert hat. Und es wird die nächsten 16 Spiele schon eine Herausforderung. Also, meine Frau hat die Woche beim Laufen gesagt, wenn wir so unsere tägliche Runde, wenn es geht, um einen Wörthersee gemacht haben beim Joggen und dann sind viele vorbeigelaufen und gesagt, viel Glück für Dienstag und Aufstieg und so weiter. Also hat auch Gott, da werden wir die nächsten Monate was mitmachen noch unterwegs sein. Aber ja, das ist das Angenehme an der Situation aktuell, das Angenehme, um uns erarbeitet in den ersten 18 Spielen. Wäre schlimmer, wenn ich beim Laufen bin und die würden ein paar Pflastersteine hinterher werfen nach mir. Also von dem her bin ich froh, dass es so ist. Aber das ist die Hälfte der Saison ist jetzt gerade mal mit einem Spieltag drüber. Also wir haben nur 16 harte Spiele. Ich verstehe das Publikum, ich verstehe unsere Fans, dass sie die auch aus ihrem Verständnis, wie sie letztendlich auch irgendwo ihren Verein wahrnehmen, wie sie ihren Verein lieben, dass sie immer das Bedürfnis haben, in die Bundesliga wieder zurückzukehren. Und das ist ja seit ein paar Jahren schon immer passiert. Aber genau deswegen, weil es ein paar Jahre nicht passiert ist, sollte man schon die Dinge irgendwo ein Stück weit auf dem Boden behalten. Und ich glaube, wir haben vor der Saison, hätte der ein oder andere wahrscheinlich das nicht so erwartet in der Art, wie wir jetzt momentan Fußball spielen. Und deswegen sollte man genauso auch bleiben, wo wir vor der Saison waren, dass jedes Spiel hart und kämpft ist, wenn wir morgen auch sehen. Jedes Spiel in der zweiten Liga ist hart umkämpft. Es sind viele Mannschaften auf Augenhöhe ein Stück weit. Und ich hoffe, dass wir natürlich vorne dabei bleiben können. Keine Frage, aber die Zielsetzung für uns hat sich jetzt durch 18 gute Spiele oder zumindest nach der Ausgangssituation nach 18 Spielen ja verändert. Also wir haben eine tolle Gruppe bei uns zusammen. Da wird es die nächsten Wochen auch immer viele harte Entscheidungen geben. Allein schon, wer in den Kader kommt. Und ich denke, wenn wir trotzdem die Dinge beieinander lassen, die Fans können weiterhin natürlich auch träumen, das sollen sie ja, aber dass wir einfach trotzdem die Dinge klar und nüchtern sehen und realistisch sehen. Und das ist einfach, wir haben am Dienstag oder morgen beziehungsweise ein brutal schweres Spiel vor der Brust und müssen drei Tage später in Berlin Farbe bekennen. Und in diesen beiden Spielen müssen wir uns trennen von irgendwelchen Dingen, die vielleicht im Mai passieren. Sondern jetzt gibt es jetzt schon mal zwei Spiele und die wollen wir so viele Punkte wie möglich holen und dann schauen wir weiter. Der Kollege Dickmeier. Das Wetter ist kein Wunschkonzert, der Spielplan auch nicht. Wie finden Sie es denn, an einem Dienstag um 20.30 Uhr ins Fußballjahr starten zu müssen? Fanfreundlich geht anders, oder? Ja, sicherlich. So, es gibt sicherlich bessere Anschlusszeiten. Mei, muss man immer zwei Seiten sehen. So, die Fernsehverträge bringen den Vereinen und der Liga auch einen Haufen Geld. Das ist so und dadurch haben die natürlich auch ein Mitspracherecht, das würde ich auch machen, wenn ich irgendwo in irgendwas investieren würde. Und dementsprechend hat man sich dann auch ein Stück weit anzupassen. Das ist immer so, wie gesagt, und natürlich schade, keine Frage, Dienstagabend um 8:30 Uhr. Also das ist für Jugendliche oder Kinder eine Zeit, die unmöglich ist, am nächsten Tag Schule. Und das, glaube ich, hat schon eine Priorität noch. In jedem seinem Leben als Jugendlicher, dass die Schule einfach gut läuft. Und von dem her, wie gesagt, alles müssen wir so nehmen. Ich hoffe, dass dann am Freitag in der Union ist, wieder ein bisschen zuschauerfreundlicher. Aber das ist so, über Dinge sich ständig den Kopf zu zerbrechen, die man selber nicht ändern kann, macht wenig Sinn. Also jetzt darüber diskutieren, ob es jetzt heute vielleicht um 5 Grad besser wäre oder nicht, sondern das Wetter beeinflusst sich auch nicht. Genauso kann ich die Spielpläne in der Art und Weise nicht beeinflussen. Fakt ist, dass am Dienstag 20.30 Uhr Anstoß ist. Das wissen wir schon seit ein paar Wochen. Und dementsprechend müssen wir morgen am Dienstag um 20.30 Uhr top vorbereitet auf den Platz gehen. Das ist meine Aufgabe, das sicherzustellen. Und alles andere, da müssen sich andere Leute den Kopf zerbrechen. Der Herr Dickmeier zerbricht sich den Kopf für die nächste Frage. Regensburg hat sich gut entwickelt, auf jeden Fall ein schwierigerer Gegner als zu Saisonbeginn.
Absolut. Die sind in der Liga angekommen. Ich denke, im Sommer war das vielleicht nicht unbedingt so der Fall. Sie haben im Herbst, glaube ich, mal eine Durchstrecke gehabt. Da haben wir eigentlich so das Gefühl gehabt, sie fallen jetzt komplett hinten rein, haben dann eine Mega-Serie gespielt bis zur Winterpause. Und von dem her, wie gesagt, ich glaube 16 Punkte von 21 möglichen. Das muss man erst mal schaffen. Also das ist eine Hammer-Serie für einen Aufsteiger. Das zeigt, dass alle drei Aufsteiger einfach super in die Liga gekommen sind. Also nicht bloß Kiel und Duisburg, sondern auch Regensburg. Und die werden uns alles abfordern. Aber die Frage ist ja immer wieder, welchen Gegner wünscht man sich zu Beginn? Also ich mache mal auf, zumal für mich so denke mal, welchen Gegner wirst du dann dafür wünschen? Es gibt in der Liga keinen leichten Gegner. Egal, wie man jetzt genommen hat, jeder hat seine Tücken, jeder hat seinen Anspruch. Hätte man jetzt ein Spitzenspiel zu Beginn gehabt, was ich mit gegen Düsseldorf gleich zu Hause, wäre das dann besser gewesen? Oder startet man mit Regensburg? Fakt ist, du musst morgen eine Top-Leistung abliefern. Das wäre uns gegen jeden anderen Gegner sicherlich auch der Fall gewesen. Regensburg hat, wie gesagt, eine extrem zweikampfstarke, bissige Mannschaft. Von dem her war ich froh, dass wir im Trainingslager gegen Haushof mit Lausitz spielen konnten, weil die uns auch hoch gepresst haben. Und wir konnten denen ihr Pressing gut umspielen. Wie gesagt, und es war ein guter Test für morgen auch, dass wenn Regensburg uns auch hochpressen wird, dass wir das auch dann mit unseren technischen Möglichkeiten auch gut umspielen können. Und natürlich gibt es in einem Heimspieler keine andere Erwartungshaltung. Wir wollen gewinnen. Mit dem Anspruch werden wir auf den Platz gehen. Und wir wissen, dass wir sicherlich die Favoritenrolle in dem Spiel inne haben. Die nehmen wir auch an. Und wie gesagt, aber wir wissen aber auf der anderen Seite ja, dass es einer starken Leistung bedarf, um Regensburg am Ende in die Knie zu zwingen. Wolfgang Glas. Michael Ischak hatte zu Beginn der Vorbereitung ein bisschen Probleme mit seinem Fuß, musste dann auch mit Schmerzmitteln trainieren, hat er mir erzählt. Musste dann sogar pausieren. Ist das was Ernsteres, was Schlimmeres, was ihn dann langfristig beeinträchtigen könnte, oder kann man da Entwarnung geben? Ja, das ist komplett weg. Also der springt wie ein junger Schwede, der voller Lebenslust und Aktivität ist über die Trainingsplätze. Also von dem her werden wir morgen einen angriffslustigen, lebendigen Michael Ischak erleben. Johannes Ohr. Es wurden, glaube ich, 1000 Rückrunden-Dauerkarten verkauft jetzt. Sind Sie zufrieden mit der Zahl oder hätten Sie sich mehr gewünscht? Nee, ich glaube, es war, glaube ich, die höchste Quote, die es bis jetzt gegeben hat. Also ich bin ja da bloß immer nur Leser von irgendwelchen Informationen, so wie ihr vielleicht auch. Es freut mich natürlich, wenn man den Rekord einstellt, was jetzt bis jetzt in der Winterpause verkauft worden ist. Das zeigt, dass, wie gesagt, der Verein und die Mannschaft angekommen ist mit ihrer Art, wie sie Fußball spielt jetzt bei den Fans. Das, denke ich, war wichtig auch. Das war unser Ziel im Sommer, dass wir die Mannschaft wieder für die Fans sympathischer machen, dass sich unsere Fans mit der Mannschaft identifizieren. Und jetzt halt, ja, das ist ein wichtiger Schritt. Je mehr Zuschauer im Stadion sind und je mehr Anfeuerung wir haben, umso besser kann sicherlich die Mannschaft da die eine oder andere Schwächephase ein bisschen überwinden und hat mit Sicherheit eine größere Euphorie in ihrem eigenen Spiel auf dem Platz. Und jetzt, wie gesagt, geht es sicherlich auch darum, dass wir neben den Dauerkarten auch die Zahl der Mitglieder steigern. Das ist klar, also da haben wir sicherlich auch noch Bedarf. Also wir haben viele, viele Fanclubs, haben eine hohe Zahl an Fans, die in Fanclubs organisiert sind, die sind aber kein Mitglied des 1. FC Nürnberg. Und ich denke, einen Mitgliedsausweis zu haben und die Mitgliedschaft irgendwo letztendlich inne zu haben beim Verein, das ist für mich auch ein wahres Bekenntnis. Deswegen, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn einfach unsere Mitgliederzahl noch einen kleinen Schub nochmal gekriegt hat. Schon der erste Schub ist schon passiert, aber ein zweiter Schub, weil das Geld, was über Mitgliedseinträge letztendlich reinkommt, geht auch zum großen Teil und glaube ich auch fast ausschließlich in den Nachwuchs. Und dann, um eine super Nachwuchsförderung zu betreiben, brauchst du am Ende auch ein paar Euro. Und wie gesagt, und von dem her, glaube ich, ist es wichtig, dass wir dann dadurch einen Haufen Geld generieren über diesen Effekt, weil ohne unsere Nachwuchsarbeit hätten wir hier ganz, ganz große Probleme. Und ich glaube, das ist ja das Ziel von jedem Fan, dass er eigene junge Spieler hier auf dem Platz sieht und in den Kadern sieht und dass wir einfach im Jugendbereich gute Arbeit machen können. Und deswegen, wie gesagt, wäre es umso besser, wenn unsere Mitgliederzahl am Ende ja einmal deutlich nochmal in die Höhe geht, wo es letztendlich auch irgendwo dem Bewusstsein oder dem Gefühl des Vereins am Ende auch widerspiegeln wird. Also wenn man ein großer Verein ist, mit der großen Tradition, dann braucht man eine große Zahl von Mitgliedern.
Nochmal der Herr Ohr. Nochmal zum Spiel morgen und einer möglichen Aufstellung. Andrej Petrak hat jetzt gegen Dukla Prag begonnen. Ist er ein Gewinner der Vorbereitung? Ja, der war ein Gewinner der Vorbereitung im Sommer. Hat sich dann leider kurz vor Saisonauftakt verletzt. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt irgendwelche Fixplätze zu vergeben. Nur weil er einmal vor 5 Monaten was gemacht hat. Jeder hat die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen in den Vordergrund zu bringen. Und das ist ja André in der Vorbereitung geglückt. Hat richtig stark trainiert, gut gespielt auch. Und das heißt, für die anderen Spieler wieder dran zu bleiben. Und von dem her, wie gesagt, bin ich auch zufrieden, dass André die Vorbereitung auch für sich gut nutzen konnte. Aber ich bin mir grundsätzlich mit allen Spielern zufrieden, weil sie in der Vorbereitung gearbeitet haben. Und dazu geht es halt darum, am Ende das auf den Platz zu bringen. Das ist die große Kunst. Neben Vorbereitung, Spielen und Training musst du am Ende auch auf den Platz abliefern. Und ich hoffe, dass alle Spieler, die morgen zum Einsatz kommen, auf dem Platz einfach auch eine Top-Performance haben und die anderen im Training wieder untermauern, dass sie vielleicht in die Mannschaft rücken können. Und ich denke, wir haben momentan einen Haufen Spieler, die Startelf-Spieler werden. Aber am Ende kann auch ich bloß 11 aufstellen. Und umso besser solche schweren Entscheidungen als vor einem knappen Jahr, als wir da immer nur 11 suchen mussten, die am Ende irgendwo das Trikot überziehen können und auf den Platz gehen können. Gut, dann sind wir zuversichtlich, dass der Trainer die richtigen 11 finden wird. An alle Zuseher da draußen, werdet Mitglied, kommt ins Stadion, treibt die Mannschaft zum Erfolg an, dann sind wir alle glücklich. Wir sehen uns morgen Abend im Stadion. Bis dann. Bis dann, Servus.